Ein Raum hinter der Kuba-Halle in Wolfenbüttel. Schrauben, Bohrmaschinen, Pinsel, Farben. Für die einen sieht es hier ein bisschen aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Für jemanden wie mich wirkt das eher wie kreatives Chaos. Eine Umschreibung, die ich auch gern für meinen Schreibtisch wähle, denn der schaut so ähnlich aus. Und was soll ich sagen? Es ist kreatives Chaos, denn hier entsteht eine Museumsausstellung. Also wir planen im Moment eine neue Ausstellung, die ist geplant auf dem Papier. Und das, was wir jetzt machen, ist das kreative Chaos pur. Natürlich, es sieht danach aus. Die Ideen sind schon festgelegt, der rote Faden ist da, aber die Stationen entwickeln sich jetzt aus den Ideen der Kinder und der Erwachsenen, die wir konzipiert haben, festgelegt haben vor einem Vierteljahr, entwickeln sich jetzt hier im Realismus. Das heißt also, wir sind jetzt in der Praxis, wir malern hier, wir hämmern hier, wir basteln hier und feilen die ganzen Interaktionen in den Stationen so aus, dass da Kinder ab 4 bis zum Erwachsenen wirklich was mit anfangen können und auf eine Lösung kommen. Eigentlich ist man dann in einem Aha-Erlebnis, deswegen heißt es auch Aha-Erlebnis-Museum, die ganze Geschichte. Das Aha-Erlebnis ist dann für den Erwachsenen nachher fertig. Am 15. März geht es dann los hier. Und ja, dann ist man wie ein Detektiv, geht auf die Spur und kommt auf eine Lösung. Das ist eigentlich das Geheimnis des Aha-Erlebnis-Museums. Und die Ausstellung ist schon etwas Besonderes, denn sie wird von Kindern gemacht, was unglaublich spannend ist. Denn das, was Kinder interessiert, wissen manchmal noch nicht einmal die Erwachsenen. Da wird zum Beispiel ein Postamt entstehen, in dem man sich informieren kann, wie ein Brief über Nacht durch ganz Deutschland reist und warum da keiner verloren geht. Und um sich das Wissen für so etwas anzueignen, gehen die Kinder los und finden einfach heraus, wie das gemacht wird. Also wichtig ist es sowieso, in die Welt zu gehen. Wenn ich was über die Welt erfahren möchte, kann ich nicht nur in meinen 400 Quadratmetern hier bleiben, sondern muss einfach schauen, wie ist das draußen. So, und wir holen hier ganz viele Fachleute rein, wir interviewen die natürlich auch, wir gucken wirklich, wie es eigentlich ist, die Realität, und versuchen die dann hier reinzuholen. Den Kindern die Welt aufzubereiten, ist eine ganz wichtige Geschichte. Die kommen oft nicht in diese Nischen, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal kann die Familie das nicht leisten und so weiter. Und wir versuchen dann doch ihnen etwas mit ihnen hier diese Ausstellung vorzubereiten, indem sie es erleben. So können sie es auch vermitteln, indem sie es selber erlebt haben. Für uns selber ist das natürlich auch hochspannend, weil wir wissen auch nicht alles. Wir recherchieren natürlich unglaublich viel und ganz, ganz doll, damit das auch wirklich der Realität entspricht, was wir hier vermitteln wollen. Aber mit den Kindern allein das zu entdecken, so weiß ich zum Beispiel, wo sie stehen in ihrem Wissensstand. Ich kann Basiswissen herauskitzeln und kann sie auch erleben und kann erleben, was sie wirklich interessiert. Und so können wir das dann wirklich eins zu eins hier rein transportieren und das realistisch machen. Mit viel kreativem Geist werkeln die kleinen Forscher an der Ausstellung. Da werden Landschaften aus Pappmaché gebaut, die dann in der Ausstellung erkundet werden können. Aber das Wichtigste ist, mit Spaß bei der Sache zu sein. Und die Themen sind echt vielfältig. Und wie macht ihr das so? Forschen? Habt ihr da bestimmte Themen oder sucht ihr euch die aus? Wie macht ihr das denn? Also wir haben das manchmal eben so, dass wir Ausflüge machen. Und da erfahren wir eben ganz viel. Wenn ich zum Beispiel mal einen Stift und Zettel mit habe, schreibe ich mir das einmal auf. Sonst merke ich mir das immer und so kommt man doch eben an die Themen heran, die man dann hat. Und so erfährt man auch immer sehr viel. Da wart ihr ja jetzt vor ein paar Tagen, wart ihr ja bei dem Alexander Geers, ne? Ja. Und der war ganz weit weg zum Arbeiten, ne? Wo war denn der? Im Weltraum. Im Weltraum. Und da hat er geforscht und so, was Pflanzen oder Getreide so macht. Im All. Und was habt ihr denn alles so gefragt, wie das ist, so in der Schwerelosigkeit oder da oben auf der ISS? Wie war das? Was hast du denn alles gefragt? Also ich habe eine Sache gefragt, halt wie er da so atmen kann. Aber er hat ja gesagt, das Wasser, halt, das produzieren die aus Urin selber und trinken ihn. Und ja, und aber die Luft, die machen die auch selber, aber das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie nicht. Da kann man ja nochmal nachfragen, wie das gemacht wird. Ne? Ich habe auch was gefragt. Du hast auch was gefragt. Was hast du denn gefragt? Ob er nochmals in den Weltraum fliegen würde. Da hat er gesagt, ja, natürlich.
Aber, und da war er, glaube ich, ganz bestimmt überrascht. Ich glaube, einer von euch hat gefragt, ob er denn da auch mit seiner Familie leben möchte. Ne? Ja, das und möchte der das? Er hat gesagt, nein, die Welt ist zu schön dafür oder sowas, hat er gesagt. Ja. Weil da hat jemand gefragt, ob er mit seiner Familie das Leben Welt gegen ISS oder Weltraum tauschen will. Da hat er nein gesagt. Wenn man sich die Räume, in denen die Ausstellung im März starten soll, anschaut, sieht man, wie viel Arbeit und Material da drin steckt, was die Frage aufkommen lässt, wie sich das finanziert. Also wir machen das alle hauptberuflich ehrenamtlich, sozusagen. Es gibt keine hauptberuflich ehrenamtlich, genau. In der Zeit auf jeden Fall. Nein, es ist jeder, je nach seinem Zeitkontingent darf hier eintauchen, nach seinen Fähigkeiten auch und muss kein Pädagoge sein. Also wir haben die unterschiedlichsten Menschen, vom Beamten, Schlachter, Bäcker, Beleuchter, Techniker, alles da. Das ist natürlich toll, so ein Pool hat kaum einer, glaube ich, um das überhaupt zu stemmen. Das macht das aber wertvoll, weil sich auch da wieder alle Menschen einbringen können, so wie sie es können und was sie gerne machen. Natürlich kann man auch hier den Bohrer-Führerschein machen und so weiter. Ne? Nein, aber es ist alles ehrenamtlich konzipiert. Wir leben von Spenden, von Sponsoren. Wir sind darauf doll angewiesen. Wir kratzen in jeder Ecke und wir müssen manchmal wirklich doll zusammenkratzen. Die Miete ist nicht wenig. Klar, die Stadt unterstützt uns dieses Jahr ganz, ganz toll. Wir haben ein neues Konzept eröffnet, haben eins vorbereitet. Die hat uns dabei geholfen. Das ist toll. Der Landkreis unterstützt uns regelmäßig in der Projektfinanzierung auch toll. Alles super. Und es ist jeder Taler, der hier reinkommt, angelegt für die Kinder hier. Damit wir gutes Material anschaffen können, damit es auch didaktisch, pädagogisch wertvoll ist in jeder Hinsicht und nicht irgendein Krempel. Da lege ich großen Wert auf. Also wir haben schon ein relativ hohes Niveau uns aufgelegt, was wir auch nach wie vor erfüllen. Wir werden gern gesehen von den Schulen, die melden sich dolle an, das ist toll. Auch da müssen wir leider Eintritt nehmen, aber es geht nicht anders. Also es ist einfach so, dadurch finanziert sich das durch die Eintrittsgelder, aber hauptsächlich Sponsoren. Und Kinder als Forscher mit eigenem Museum. Coole Sache, das kann man nicht anders sagen. Wenn dann da noch die Erwachsenen mitmachen und helfen, das Ganze umzusetzen, entstehen auch bei denen Freundschaften, die auf Spaß und Neugier beruhen. Ich glaube, es gibt schlechtere Grundlagen. Selbst für mich ist das super, hier alle mit der Kamera zu beobachten, und ich erwische mich bei dem Gedanken, dass es in meiner Kinder- und Jugendzeit so etwas nicht gab. Das lag wohl daran, dass es bei uns nicht so jemanden wie Annette Goslar gab, die hier alle mit Neugier infiziert hat. Also im Prinzip bin ich ein Weltentdecker. Das heißt also, ich gucke immer aus den Augen, oder habe das immer schon gemacht, aus den Augen der Kinder zu schauen, wie erleben sie die Welt. Ich bin selber Pädagogin, habe lange in Kindergärten, Horten, Abenteuerspielplätzen gearbeitet, besser gesagt, und auch mit den Kindern zusammen natürlich die Welt erlebt und habe gesehen, das läuft anders und wir müssen es anders machen. In der Zeit habe ich entdeckt, dass es Kindermuseen in Deutschland gibt und auf der ganzen Welt, ganz, ganz viele, und habe mich damit schlau gemacht, habe eine Ausbildung zum Kindermuseumsmacher gemacht. Projektpädagogik nennt man das heute, ja, damals noch nicht, aber heute nennt man das so. Und habe dann ganz viele Menschen hier infiziert davon, von meinen Erlebnissen rundum in anderen Kindermuseen, was ich da erlebt habe. Und die haben dann mit mir 2000 das AHA-Erlebnismuseum gegründet. Damals hieß es noch AHA-Erlebnis-Kindermuseum. Wir haben es dann auf AHA-Erlebnismuseum umgetauft, weil es dann eben auch für ältere Menschen und auch für Jugendliche ganz spannend sein kann. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt also lernen durch Anfassen, durch Begreifen, einfach sichtbar machen, nicht frontal zu erschaffen, sondern Kindern eine Erlebniswelt zu schaffen, wo sie wirklich lernen und durch dieses Anfassen auch verstehen, worum es eigentlich geht. Na, da können die Wolfenbüttler ja richtig froh sein, dass es Annette Goslar und die vielen Ehrenamtlichen gibt, ohne die das alles gar nicht ginge. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall im März einen Termin zur Eröffnung der Ausstellung. Die will ich sehen, denn das Chaos hier hat mich echt neugierig gemacht.